Hi, willkommen zurück bei Bleach Soul Resurrection. Weiter geht es in Episode 6 mit Ulquiorra Schiffer, die da heißt Despair. With the reinforcements from the Soul Society, the tide of battle begins to turn in their favor, or so they believe. But this was all simply a trap set by Aizen. Aizen has sealed the Garganta connecting Waco Mundo to the world of the living, severing the Soul Society's lifeline. He now begins his invasion of the world of the living. Moreover, though she had been free, Orihime is captured once again. To save Orihime, Ichigo heads to the fifth tower, where Ulquiorra awaits him. Also, Suzuka Aizen hat quasi das Garganta geschlossen für die Leute aus der Soul Society, damit sie nicht in die Welt der Lebenden zurückkommen können, und er beginnt nun seine Reise in die Welt der Lebenden, um diese wiederum zu zerstören. Und ich dachte, wir kämpfen mit Ulquiorra. Nein, wir kämpfen gegen ihn. Und ja, Orihime wurde wieder entführt und wir müssen sie wieder retten. Und diesmal Ulquiorra endgültig besiegen. Das ist ja spannend. Also lehnt sich sehr stark an den Anime. Vom Storytelling her. Ich wünschte, sie hätten noch mehr Szenen aus dem Anime mit eingebaut. Das wäre richtig geil gewesen. Let's go! I will protect my friends! Wait for me, Orihime! Ich find's auch geil, dass wir dauerhaft in Bankai-Form sind. Die Arankas, die auf dem Boden sind, die sind schon ein bisschen hartnäckiger, die hier. Aber auch alles schaffbar. Keine wirkliche Herausforderung. No problem. Der Attacke auf Kreis können wir halt echt viele auf einmal wegslaughtern. Alles zerstören. Zumindest alles, was zerstörbar ist. Ey. Ich. Ey. Bin ich einfach mal in ihn reingecrashed. Okay, da ist noch was. Ein bisschen Leben. Let's go. Oh. Hm?
Achso, ich muss in die Bereiche hier rein. Okay. Gut, die hätten wir geschafft. Dann auf zum nächsten Bereich. Miau. Let's go! Let's go! No need to hold back now! Oh Mann, wäre egal, wenn Okiora jetzt schon gekommen wäre. Direkt noch ein paar weggeslaughtert. Ich dachte mir, wenn die Leiste gleich eh leer ist, sollte ich das noch ausnutzen. This is the end. Let's go. Let's go. Okay, weiter im Text. War ich hier nicht schon? So, ich bin gerade zurückgegangen. Und dann kann ich die hier noch einsammeln. Let's go! Let's go! Erstens hier wieder wahrscheinlich Bereich für Bereich clearen. Einfach mal alle auf der Treppe weggeslayt. Noch mehr. Stellen sich mir in den Weg. Keine gute Idee, dass sie das tut. Oh Gott.
Das wären sie alle. Let's go! Wer macht bei denen eigentlich die Bodenreinigung? Ist alles glänzt und strahlt. Der Gegner weiter unten sein. Na nö. Okay, er taucht einmal vor mir auf, das ist auch recht. Also, nehmen die mir einfach ein bisschen die Laufarbeit ab. Okay, ich glaube, den Gegnern war es das im Großen und Ganzen. Jetzt gehe ich nochmal und sammle hier nochmal alles ein. Hier werden keine Soul Points zurückgelassen, jeder ist wichtig. Ah, guck mal, den Bereich zum Beispiel habe ich nicht geklärt. Für die nutze ich einfach mal die Hall of Occasion. Damit habe ich mir schon mal einen großen Gegnerschwarm um Hals geschafft. Okay, jetzt waren das, glaube ich, aber alle. Dann können wir jetzt komplett hier hochgehen. Ulquiorra wartet ja schon sehnsüchtig auf uns. Okay, warte mal. That is my intention. My duty is to protect Las Noches. I wasn't ordered to kill the woman. But you're different. Killing you is the same as protecting Las Noches. I will erase you with my sword. Oh, da geht's schon zurück. Ich wollte die Säulen eigentlich noch zerstören. Hey, wir gehen jetzt in die Cutscene. I'm above the canopy of Las Noches. Resurrección, segunda etapa. Behold, Ichigo Kurosaki. This is the true face of despair. Let's go. Jetzt hat uns Ulquiorra seine wahre Gestalt gezeigt. Resurrection Segunda Etapa. Unfortunately, the only one among you is fine. Ja, Ulquiorra ist der Einzige, der eine zweite Form hat, die er entfesseln kann. You still want to fight? Very well. Then I will gladly turn your bones to dust. Ich will meine Holification noch aufbewahren für den zweiten. Diese zweite Phase. Was wahrscheinlich eher eine zweite Phase geben wird. No matter how much you look or fight like an Arana, there is a world in us. Imitating a hollow to gain power is understandable. But a hollow in a human will never be equal. Alter, what? Let's go.
unfortunate. You understand how it is now. Okay, es ist keine zweite Phase bei ihm gibt, dann. Utterly foolish. Ichigo Kurosaki, you are challenging and trying to win against a man you fear deeply. That's nonsense. I'm not fighting you just because I think I can win. I'm fighting you because I have to win. Ridiculous. Oh, weiß ja schon ungefähr, was kommen wird, aber, ah, geil. Alright. Alright, 897 Soul Points. Awesome. Hollow Fight Ichigo Unlocked. Ja, geil. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass das noch kommt. So, Episode 7. Hard. Aber erstmal Zeit zum Leveln. Es wird immer aufregender und spannender. Ach, der Hollow Fight Ichigo ist ein eigener Charakter. Ja, Ichigo hat die Fähigkeit, beziehungsweise, ja, ist als einziger oder einer der wenigen in der Lage, sich in ein Hollow zu verwandeln. Das macht aber eigentlich eher unfreiwillig. Und dann ist er absolut übermächtig, stark und im Rage-Mode. Also ist echt brutal. Im Anime kommt es zumindest so rüber. Und ich hoffe mal, dass es hier im Spiel genauso ist. Kostet 800, soll ich mir das kaufen? Ich glaube ja. Hisoka Urahara, auf den habe ich eigentlich gewartet. Ich habe nämlich gehofft, dass es ihn als spielbaren Charakter hier gibt. Aber wenn er hier als Ability auftaucht, weiß ich nicht, ob es vielleicht. Vielleicht spielt man doch noch mit ihm. Ich hoffe es mal. Ability to counter by guarding attack. R1 und dann Viereck drücken. Okay, egal. Ja, 144 ist leider ein bisschen zu wenig für irgendwas anderes noch. Na gut. Gut, aber dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle erstmal Schluss und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Bleach Soul Resurrection in Episode 7, Hard. Also, bis zum nächsten Mal.